Ja, hallo liebe Fußballfreunde, willkommen zum Nachbericht vom Topspiel aus der Gruppe B zwischen Spanien und den Niederlanden. Ja, und ja, was für ein Spiel. Ja, die Niederlande haben, ja, unglaublich, was niemand gedacht hätte, 5:1 gewonnen. Also in dieser Höhe hätten das sich sicherlich wenige getippt, ja. Was für ein Spiel. Ja, kommen wir zur Aufstellung. In meiner voraussichtlichen Aufstellung habe ich gesagt, dass Pedro für Spanien spielen wird, aber es hat stattdessen David Silva gespielt und sie haben mit einem 4-3-3, also das typische Barca-System, ja, haben sie gespielt. Ja, es fing eigentlich auch schon gut an für die Holländer in der 8. Minute. Schöner Pass von Robben auf Sneijder, aber er scheitert alleine vor Casillas, der da noch, ja, gut parieren kann. Dann in der 10. Minute setzten die Spanier eine erste Duftmarke, Iniesta mit einem Weitschuss, der knapp übers Tor geht, ja. Und ja, die Spanier waren am Anfang eigentlich relativ solide. Also auch in der 20. Minute wurde mal David Silva sehr gut freigespielt, wo ein holländischer Verteidiger in der letzten Minute noch per Grätsche abblocken konnte, ja. Und die Niederlande hatten ja so in den ersten 20 Minuten schon größere Probleme mit dem Spielaufbau, haben vor allem lange Bälle gespielt, ja, und dann kam in der 26. Minute kam dann ja eine interessante Situation, also Traumpass von Xavi auf Diego Costa, er spielt den Ball an De Vrij vorbei und er rutscht. Und ja, am ersten Blick dachte ich mir, klarer Elfmeter, weil er Diego Costa trifft. In der Zeitlupe sah man dann, ja, also er hat ihn eigentlich nicht wirklich getroffen. Costa ist eigentlich auf das Bein von De Vrij dann gestiegen und irgendwie ausgerutscht. Also ja, ich weiß nicht, ob den Elfer jeder gibt. Also ich würde jetzt aber auch nicht von einer Fehlentscheidung sprechen, ja. Den Elfer hat dann Xabi Alonso dann ins linke Eck geschossen. Silesen hat zwar die Ecke erraten, aber war viel zu platziert. Ja, geschossen und deswegen chancenlos. Und ja, eigentlich hat da alles nach einem Sieg von der Spanier ausgeschaut. Also sie haben das Spiel kontrolliert und ja. Und ja, erst dann gegen Ende der Hälfte kamen dann die Holländer. Zuvor gab es noch eine, ja, ein wunderschöner Traumpass von Iniesta auf Silva. Der hat dann versucht, Silesen zu überheben, aber er konnte das, ja, verhindern und hat den Ball gut gehalten und dann eigentlich quasi im Gegenzug eine lange Flanke vom, ja, vom linken Außenverteidiger blind und ja, Van Persie kommt in der Mitte frei zum Kopf, überhebt ja den überraschten Casillas und köpft zum 1:1 an, ja, und mit dem ging es dann auch in die Pause. Ja, nach der Pause kamen dann erstmal die Spanier, Iniesta hat mal wieder einen Weitschuss abgeliefert, ja, und dann in der 53. Minute kam dann ja Arjen Robben, die da wieder durch eine Flanke von Blind kommt an den Ball, lässt Piqué aussteigen und schießt dann souverän 1 oder 2:1 Führung. Ja, und dann habe ich irgendwie das Gefühl, das hat dann den Holländern sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Sie konnten dann irgendwie befreit aufspielen. Dann gab es einen, ja, einen wuchtigen Lattenschuss von Persi, der eigentlich im Abseits gestanden ist, aber wurde nicht vom Schiedsrichter gesehen, beziehungsweise vom Linienrichter, ja. Dann gab es die ersten Wechsel in der 62. Minute. Bei den Holländern kam Wijnaldum für de Guzman und die Spanier haben gleich zweimal gewechselt. Da kam Fernando Torres für Diego Costa, der bis auf die Elfmeterszene ja eigentlich eher blass blieb und bei jedem Ballbesitz auch von den Brasilianern ausgebuht wurde. Und Pedro ist auch für Xabi Alonso dann gekommen, ja, und eigentlich dann nach diesen Auswechslungen kam dann auch schon das 3:1 der Holländer. In der 65. Minute ein Freistoß von Wesley Sneijder von der Seite. Da muss man aber auch sagen, an dem 5-Meter-Raum Van Persie behindert hier Casillas und das war eigentlich Tormann-Foul, also Foul an dem Tormann hätte er nicht zählen dürfen, aber ja. De Vrij köpft dann frei ein und macht hier das 3:1. Interessant auch, dass alle diese ersten drei Tore ja von der linken Seite aus erzielt wurden. Ja, auch sehr interessant. Ja, danach gab es dann die gelbe Karte für Van Persie nach einem Foul an Pedro. Ja, und dann kamen die Spanier vermeintlich wieder ran durch ein 2:3, aber das Tor wurde von David Silva wurde zu Recht abgepfiffen, da er im Abseits stand. Also
Der Thorman Silesen hat einen Kopfball abprallen lassen, ja, und Silva hat dann aus dem Abseits abgestaubt, aber das ist natürlich dann ja abgepfiffen worden. Und dann kamen wieder die Holländer, also Van Persie nutzt einen, ja, man muss sagen, einen wirklich groben Fehler von Casillas aus, der einen Rückpass ja nicht kontrollieren kann, der vom Fuß wegspringt. Van Persie nutzt das aus und schießt zum 4:1 ein. Ja, danach gab es dann noch einen guten Freistoß von Sergio Ramos, der knapp neben das Tor ging, aber ja, am Ende da, und vor allem da hatte ich dann das Gefühl, haben sich eigentlich die Spanier schon aufgegeben, da wussten sie, ja, da gibt's nichts mehr viel zu holen. Ja, es kamen dann noch ein paar Wechsel, also Feldmann in der 77. Minute für De Vries, dann haben die Spanier nochmal gewechselt, es kam Fabregas für Silva und bei den Holländern noch Lenz für den überragenden Van Persie. Ja, und dann hat noch für mich vielleicht sogar der beste Spieler des Matches, Arjen Robben, dann einen unglaublichen Sololauf hingelegt. Da läuft Sergio Ramos davon. Ja, aber spielt noch Casillas, der irgendwie ins Stolpern kommt und dann zu Boden fällt. Und ja, und Robben braucht nur mehr ins leere Tor einzuschießen. Und ja, und da war es dann ja endgültig. Also die Spanier haben sich da schon aufgegeben gehabt. Die Holländer kamen dann noch zu ein paar guten Chancen, es hätten noch das ein oder andere Tor rausspringen können, aber im Endeffekt muss man sagen, also der Sieg war hochverdient, aber in dieser Höhe, also so überlegen waren die Holländer jetzt auch nicht, aber sie haben halt gnadenlos ihre Chancen ausgenutzt und ja, und die Schwächen der Spanier dann doch aufgezeigt. Ja, für mich, ja, Mann des Spiels, Robben und Van Persie mit jeweils 2 Toren, und wer auch hervorzuheben ist, ist Dali Blind, der hier ganz stark gespielt hat und 2 Tore mit wunderschönen Flanken aufgelegt hat. Ja, was für ein Spiel. Ja, wer hätte das gedacht, dass die Holländer das gewinnen? Also vor allem auch in dieser Höhe, das ist einfach Wahnsinn. Und ja, für die Holländer sieht es natürlich sehr gut aus, was das den Aufstieg ins Achtelfinale betrifft. Für die Spanier, die müssen jetzt ja aufpassen, vor allem auch das Torverhältnis jetzt von -4 sieht jetzt nicht gut aus, und ja, sie müssen jetzt erstmal Australien deutlich schlagen, und dann ja gegen Chile wird es dann eventuell noch sehr eng. Also, aber ich würde die Spanier noch nicht abschreiben, aber das ist natürlich für einen amtierenden Weltmeister, war das natürlich ja eine richtige Schmach, eine Schande, so deutlich zu verlieren im Auftaktspiel. Und ja, aber Gratulation an die Holländer, Wahnsinnsspiel, unglaublich. Ja, wie denkt ihr über das Spiel? Schreibt unten in den Kommentaren, was sagt ihr zum Sieg der Holländer, 5:1 gegen Spanien, einfach nur unglaublich. Ja, ich bedanke mich für euer Zuhören und sag tschüss, euer Little Piccolo.